Und willkommen zurück in Griechenland, zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So Leute, ich habe seit der letzten Folge meine Rüstung jetzt endlich mal aufgewertet. Und ich habe dieses Gebiet jetzt hier noch abgeschlossen. Es war bloß noch ein Fragezeichen und die Schlacht halt hier. Die war jetzt nicht besonders so wie die anderen Schlachten auch gewesen. Und wir sollten ja rein von der Hauptquest gesehen hier nach Attika fahren. Stufe 19 bis 19. Und dafür müssen wir aber, glaube ich, hier anlegen. Willkommen in Athen. Gib dich nach Attika. Das heißt, wir müssen zu unserem Boot. Dann würde ich sagen, schnelle Reise zum Boot und dann rüber schippern nach Attika. Dann haben wir oben das Gebiet jetzt auch abgeschlossen. Und ja, jetzt geht es ins nächste Gebiet halt. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir mal was trinken. Und dann würde ich sagen, Bildmachgerät an, Leute. Servus. Und wir setzen einmal den Marker. Wir müssen wahrscheinlich wieder Seeschlachten bestreiten. Und nehmen wir die Quest nochmal an. Genau. So, okay. Dann. Bereit zum Aufbruch! Go, Leute. Schön, dich zu sehen, Kapitän. Ja, wir müssen genau da durch. Aber es hilft. Haben sie genau richtig gemacht, also genau uns den Weg versperren. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Bootsschlachten-Fan. Dann die mal. Dass ich immer die falschen Knöpfe drücke. Da können wir verrecken wahrscheinlich. Schiffszustand. Ah, da können wir unser Schiff wieder herstellen. Kommt jetzt hier hoch oder nicht? Wir wurden von der Haie gefressen. So, gehen wir hier weiter. Kapitän, die Ruderer halten das nicht durch! Ach, zieh doch nicht, Mensch!
Mein Gott, sind das Wellen, hey. Wir können auch noch singen hier. Das Meer um Chaos ist gefährlich. Wir sollten fort. Warum? Weil Charybdis und Skylla auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Ich hoffe mal, dass jetzt hier irgendwo ein Anlegehafen ist. Ja, mal schauen mal. Das wäre natürlich nicht gut, wenn hier nichts zum Anlegen ist. Aber ich muss ja eigentlich nur hier... Oh, da ist das Ding. Alter Schwede. Wir fahren auf einen Sturm zu! Okay, brauche ich gar nicht da hinten hin. Brauche ich gar nicht. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Der Pnyx. Okay, neues Gebiet, Leute. Sehr schön. Ich glaube, hier gibt's. Hier werden wir uns richtig zu tun haben. Das ist ein riesengroßes Gebiet. Schauen wir mal, ob wir gleich wieder Fragezeichen haben. Bis dorthin. Hier ist auf jeden Fall... Okay, den lassen wir in Ruhe. Der ist ein bisschen zu heftig. Wir müssen hier hin. Und 46, das ist der One-Shot mit uns. Wow. Okay. Okay. Das ist Athen, oder was? Wir schauen mal, ob wir mal ganz frech einfach in die Stadt rein können, ohne dass wir angegriffen werden. Athen, ja. Athen. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Nur den Tod wahrscheinlich. Okay, schauen wir nochmal auf die Karte. Hier werden sehr viele Fragezeichen wahrscheinlich sein. Ja, es geht. Ein paar. Na oben werden uns erstmal. Wir werden uns erstmal jetzt hier. Ich würde sagen. Oh, das ist schon wieder so viel. Alter Schwede. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch und dann hier runter und nehmen uns dann den Synchronisationspunkt gleich mit. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was abgeschlossen. Die anderen nehme ich dann später mit. Ich kann jetzt nicht alle kreuzen quer ablaufen, weil das einfach zu viele Wege sind dann. Da werden wir eh im Laufe des Spiels dann wahrscheinlich eh dann immer wieder vorbeikommen an den Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Fragezeichen machen müssen eigentlich. Das ist echt heftig.
Befehlshaber und Schatz plündern. Wir holen mal unseren Vogel. Schatz, okay. Befehlshaber werden wir bestimmt über den Weg laufen. Wir müssen jetzt aufpassen, wenn die jetzt auch schon Stufe 19 sind. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Super, wir haben schon wieder Kopfgeld, die am Arsch. Warum habe ich eigentlich keine Energieanzeige mehr? Die Energieanzeige ist weg. Schon wieder einer. Oh, der ist 20, den lasse ich lieber mal. Den lasse ich lieber mal. Meine Fresse. Es ist ein Haufen Zeug aufgegangen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zu dem Aussichtspunkt, weil wir dann nämlich porten können. Ah!
Okay, ich glaube langsam, dass es gibt viele Söldner, aber es gibt wahrscheinlich auch verschiedene. Anders kann es auch gar nicht mehr sein. Ab und zu muss ich den Tod bestätigen, ab und zu nicht. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal da hoch jetzt. Warum habe ich keine Energieanzeige mehr? Irgendwas verpackt oder was? Keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Statue von Athena. Heiligtum auf der Akropolis. Boah, wir haben schon Stufe 3 wieder, Mann. Oder knapp Stufe 3. Berühmte Akropolis. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Handwerkskunst. Da haben wir was vor uns, Leute. Schnellreise freigeschaltet. Icaris Wahrnehmung erweitert. Wo können wir jetzt hier reinspringen? Da an den Haufen. Also, was willst du sagen? Chere. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du so gut bist, wie ich gehört habe. Du kennst mich? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich höre alles, was in dieser Stadt passiert, Söldnerin. Wie könnte ich ablehnen, wenn du mir derart schmeichelst? Ich wollte dir nicht schmeicheln. Ich wollte dich nur anheuern. Einige Spartiaten müssen dringend verschwinden. Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung von mir, Feldherr... Demosthenes. Ich bin keine Mörderin, wenn es das ist, wofür du mich hältst. Ich halte dich für jemanden, der bezahlt werden will. Liege ich falsch? Nein, nicht vollkommen. Na schön, also was willst du? Meine Spione berichten, dass Sparta mobil macht. Und ich will, dass du sie dabei behinderst. Dringe in ihre Festungen ein und beseitige ihre Befehlshaber. Okay. Das erscheint mir sinnvoll. Schön, dass du mir zustimmst. Bring mir die Siegel der Befehlshaber, die du tötest, als Beweis. Du wirst großzügig belohnt. Das ist keine Standardtaktik der Athener. Sicher nicht. Doch sie funktioniert. Das ist alles, was zählt. Mit der traditionellen Kriegskunst haben wir schon zu viele Athener an diese Wilden verloren. Die anderen Feldherren sind dagegen, doch ich lasse nicht zu, dass sie uns ins Verderben führen. Was wollen sie denn? Sie wollen eine ehrenhafte, offene Feldschlacht, wo sich unsere Truppen direkt mit den Spartanern messen müssten. Eine Kraftprobe gegen diese Unholde könnten wir niemals gewinnen. Wir müssen klüger sein als sie. Also, tötest du die Befehlshaber? Ja, mach mal. Nun gut, ich nehme an. Gut. Ich habe zwar keine Genehmigung, meine Männer dafür einzusetzen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Ich weiß genug. Ich besorge dir die Siegel, Feldherr. Spartanisches Festungen. Oh, das werden mehrere sein. Haben wir denn schon eine Festung hier irgendwo? Nee. Haben wir nicht. Okay, machen wir erstmal hier weiter.
Sandra kommt eh nebenbei dann. Ach du Scheiße. Der Totenkopf, den wollen wir angreifen. Warum ist denn meine Anzeige nicht mehr da? Verstehe nicht. Verstehe nicht, warum meine Energieanzeige nicht mehr da ist. Hier ist noch ein Fragezeichen. Machen wir das gleich noch. Also wie gesagt, die Fragezeichen, was auf dem Weg liegen, einigermaßen, die nehmen wir mit. Aber ich werde jetzt nicht quer über die Karte rennen wegen einem Fragezeichen. Weil wir uns die Story oder so wahrscheinlich eh über die Karte schicken wird. Das ist ja einfach zu viel sonst wahrscheinlich. Dann brauche ich wahrscheinlich 200 Stunden. Hier werden sie besonders wachsam sein. Stehen wir lieber nicht. Schatz, für den einen ist noch da. Genau gegenüber. Geht gleich unser Kopfgeld hoch. Noch was. Ein Schatz. Ah, das merkt schon, mit der Rüstung geht schon leichter. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hierher. Gracias.
Karre von hier. Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm! Freunde, Freunde, bitte! Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte! Schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Alter, der verbrennt hier. Wo ist er los? Zurück. Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Kassandra. Willkommen, Kassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Du und Kleon hattet beide gute Argumente. Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Kleon gießt Öl ins Feuer. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Kassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr? Ich bin niemandes Dienerin. Kassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Meteoros. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Hast du was zu tun? Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme.
Staatsführer in der ganzen Welt und lassen Söldneraufträge an nach jeden Tafel. Schießen einen Auftrag ab, um Belohnung zu verdienen. Okay. Das wissen wir ja schon. Mehrere Quests angenommen. Chere Freundin, ich sah dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perikles. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Er wurde gewählt. Athen ist die Wiege der Demokratie. Oh, ist es. Nur, dass der falsche Mann in diesem Zentrum sitzt. Dem will ich nicht helfen. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Nö. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Nö. Ich habe in Athen genug zu tun, aber ich denke darüber nach. Nimm dir nicht allzu viel Zeit. Okay, der bleibt offen. Die Quest bleibt also offen. Schauen wir doch mal, was wir jetzt hier machen können. Ich würde ja gerne mein Kopfgeld mal wegkriegen. In seiner Werkstatt. Achso, das sind jetzt die drei. Kontaktmann. Okay. Oh, da muss ich aufpassen, ey. Okay, gehen wir mal dahin. Schauen wir mal, dass wir diesen blöden Söldner nicht über den Weg laufen. Das wäre fatal. Wenn ich da oben bin, werde ich den anderen Typen mal umlegen, dass wir unser Kopfgeld verlieren. Ich will nicht schon wieder bezahlen müssen. Aufpassen, wer ist denn der weg? 54 Meter, der ist ziemlich in der Nähe. Ach du Scheiße. Hol mich hier raus! Wie komme ich denn da rein jetzt? Oh nee, da muss ich da komplett rumgehen, oder was? Alter Schwede! Ja, die machen Schaden. Die machen Schaden. Oh, Mann. Okay, den muss ich gleich mit der Fackel erledigen. Und dreimal zugebissen und down. Das war nicht so nach meinem Plan.
es Schlangen sein. Schnell, töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Hilf Warum mir. Warum sind hier so viele Schlangen? Wenn die Schlangen mich töten, hol mich hier raus. Okay. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also danke. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Ich spüre sie auf, Meteorus. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Hier zum Haus der Angreifer. Oh, schon wieder ein. Lass ich lieber mal. Teil von Athen, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Oh nee, warum denn? Du. Oder du? So, jetzt haben wir da noch eine. Wie jene, die Meteorus umbringen sollten. Es sieht irgendwie danach aus, als hätten Meteorus Angreifer Hintermänner gehabt. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Okay. Das muss das Haus von Meteorus Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren.
Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt mit Hiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, arme Arktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Sagt mir, was ich wissen will, sonst strecke ich euch nieder. Euer Anliegen wird vergessen, genau wie ihr. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern, doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler. So nett bin ich. Okay, dann gehen wir mal zum Schlangenhändler. Töte den Schlangenhändler. Der Schwein, der würde wahrscheinlich hier überall rumliegen, das Zeug. Okay. Muss aufpassen, dass er mit seiner scheiß Giftklinge da nicht erwischt. Niemand darf mich entdecken. Spüre den Schmerz, mein Kind. Das ist mein Ende. Alter, macht dir Schaden. Alter, macht dir Schaden. Alter, macht der Schaden. Alter, was ist da los? Will der mich verarschen? Jedes Mal, wenn der mich angreift, dann hat er, ist er kurz in Enrage und dann kann ich nicht blocken. Das siehst du so spät dann. Okay, ich würde sagen, noch einen Versuch. Wenn wir die dann nicht schaffen, dann werden wir auch Schluss machen für heute. Und doch schon wieder dreiviertel Stunde.
Das ist jedes Mal geht der in Enrage, der Penner. Alter Schwede! Giftmischer durch. Heftiger Scheiß. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zurück. Schauen wir uns das nochmal an, das ganze Spiel. Und dann würde ich sagen, den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Aber die Quest schließen wir jetzt noch ab. So. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns zuletzt sahen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde Perikles davon berichten. Los, 200 Drachmen, ist doch scheiße. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen natürlich, wie der nächste Folge weitergeht. Wir haben noch zwei Aufträge offen für die Questreihe hier. Die schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und ciao, ciao, euer Andi.